Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney Spirit of Justice. Im letzten Part hat Athena die Emotionen von Bonnie analysiert und die hat sich dann von einem süßen Häschen in eine eklige Fledermaus verwandelt. Das Spiel hat einfach schon gecallt, dass in Zukunft, nämlich im Jahre 2020, noch schlimme Dinge passieren wegen Fledermäusen. Aber okay. Jetzt sollen wir auf jeden Fall bei der aktuellen Aussage wieder einen Widerspruch zeigen, einen normalen Widerspruch ohne irgendwelche Emotionen oder sowas. Und Bonnie sagt hier, dass wegen ihrem Fehler Juicy letztendlich dann die Bühnenheber oder Hebebühnen, wie auch immer, bewegen musste. Ich frage mich aber, woher sie das wissen konnte, weil Juicy hat es nämlich nur uns erzählt, sonst niemand anderem, dass sie die bewegt hat. Und wenn der Stage Lift 2 nicht in der oberen Position gewesen wäre, hätte Juicy die auch nicht verschieben müssen. Also Bonnie hat da mehr Wissen, als sie preisgibt. Und das kann nicht sein, deswegen würde ich das gerne präsentieren. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber ich glaube schon. Objection! Okay, gut. That doesn't make sense. What? So you think I'm crazy now? Ja, allerdings. Doch, Apollo. That's not the point I was trying to make. But I don't hear you denying it. Ja, das ist richtig. Mr. Fan, allow me to repeat your statements. Thanks to that, she ended up having to move the stage lifts. That's right, and I still say that's just what she does. But how did you know? How did you know Miss Wright moved the stage lifts? Huh? According to her own statements, she didn't tell anyone that she had done so. What? So how could you possibly have known what she had done unless you saw her? You saw Miss Wright moving the lifts in the understage passage, didn't you? Aber ich frage mich wie, weil sie war ja wirklich die ganze Zeit auf der Stage. Also wie hat sie das sehen können? Gibt's sie einfach doppelt? Gibt's Zwillinge? Von der Verrückten? Vielleicht zwei? Null Prozent. Ist gut. Bye bye. Tschüss. You did it, Apollo. Noise levels are at 0%. But Mr. Justice, wouldn't that mean? Yes, Your Honor. Mr. Femme herself was under the stage where the victim was killed. And I hardly need to tell the court what that means. You are one artful liar, Mr. Femme, and one spectacular suspect. Ja! Aber ich verstehe noch nicht, wie das sein kann. Weil sie war ja wirklich auf der Stage. Das ist doch im Video bewiesen. Und die Zuschauer und so. Oder hat sie sich da auch hinteleportiert, einfach mal zwischendurch? Why, you shiny red lobster boy? Wir haben nichts Rotes an! You're saying I killed Mr. Rears? I'm saying that it's a possibility. What's more? I say you had a solid motive to frame my client for the murder as well. My apologies for raining on the defense merry revelry. But you seem to have forgotten one very important point. Oh, really? The TV footage, ja, das ist richtig. As you can clearly see, Mr. Femme was on the stage the whole time. The entire audience can bear witness to that fact, including you. Oh yeah. Das ist voll laut immer, der Soundeffekt. You have just taken a long and senseless journey, only to return to the starting line. The witness could not have been in the understage passage. Which means... The only one left who could have killed the victim is the accused. Yeah. Guess the party's over. But Mr. Femme knew something she couldn't have known unless she was under the stage. How do you explain that, prosecutor said Marty? It's quite simple. The accused must have told Mr. Femme about it, but then forgot. Open those useless eyes of yours and take a good look at the footage. If Mr. Femme really was in the understage passage, it would mean she was on stage and understage at the same time. You mean she was in two places at once? That does seem to be the only explanation that makes any sense. Naja, das macht auch nicht so viel Sinn. It may be an explanation, but I'm not sure about the make sense part, yeah? Then we just have to make it make sense.
Your Honor, the witness was both on stage and under stage at the same time. That is the defense assertion! I've heard some illogical things come out of you before, but this is absurd. I'm sure you'll change your tune once you hear my reasoning, Your Honor. My gut tells me you're bluffing, but I bite. Ja, Apollo blufft aber nicht so oft wie Phoenix. Very well, Mr. Justice. How do you explain how the witness was in the two places at once? She teleported. Ja, keine Ahnung. There were two Bonnies. The Bonnie on stage was fake. Das ist extrem schwer zu beantworten. Ich kann ja hier auch keine Leben verlieren. Wie können wir erklären, dass die Zeugin an zwei verschiedenen Orten gleichzeitig war? Sie hat sich teleportiert. Es gab zwei Bonnies. Oder die Bonnie auf der Stage war fake. So. Ich habe da viele Probleme mit diesen drei Optionen. Weil die zweite und dritte Option, dass es zwei Bonnies gab oder dass die auf der Bühne fake war, eine falsche, ist ja quasi fast dasselbe. Die echte war halt dann unter der Stage und die falsche war oben. Also es gab zwei und die obere war falsch. Das ist quasi fast dasselbe. Allein deswegen muss es fast das erste sein. Und das ist ja schon auch halbwegs logisch, weil sie kann, also sie kann sich nicht teleportieren, nicht wirklich, aber sie kann es so wirken lassen, als könnte sie sich teleportieren mit ihrem coolen, und der ist ja auch nicht schlecht, der Trick, den kann sie ja auch wirklich gut, ihren Teleport-Trick. Aber das Problem ist, wenn man sich, das passt eigentlich vom genauen Wortlaut her nicht, denn wenn man sich teleportieren kann, ist man ja nicht an zwei Orten gleichzeitig, man ist immer nur an einem Ort. Aber man kann halt schnell den Ort wechseln, aber man ist ja nicht an den beiden gleichzeitig, wisst ihr, sie war ja ständig zu sehen in dem Video. Und deswegen, sie hätte sich ja nicht zwischendurch hin teleportieren können. Vielleicht für eine Millisekunde und dann gleich wieder zurück oder so. Aber das stelle ich mir auch sehr schwer vor. Aber die unteren beiden sind halt genau dasselbe. Fast dasselbe zumindest. Und das obere ist am interessantesten, wieder mal. Allein deswegen nehme ich das. Und das ist auch ein bisschen langweilig, wenn es einfach zwei gäbe. So Zwillinge oder so. Das wäre langweilig. Das wäre auch nichts Neues. Aber ja, sie hat sich teleportiert. Let's not forget that Mr. Femme's speciality is teleportation magic. With teleportation, she can be in two places at practically the same time. So you believe that teleportation actually exists? Well, you know what magicians always say about their magic? It's all real, no tricks or gimmicks involved. Apollo, was laberst du? Well, I have listened patiently to your reasoning. And the only thing dispelled is the false air of competency you try to project. I see what you did there. Good one, Your Honor. Ho, you might be surprised to hear this, but I used to be known as the Jokester Judge. What? Ich bin sehr froh, dass ich diesen Text gehört habe. Well, at least I avoided a penalty with some well-placed brown nosing. Please let me try again, Your Honor. Okay, na gut. Aber das ist doch dasselbe. Das verwirrt mich halt so. Das ist nur ein bisschen anders, ein anderer Wortlaut, aber es ist quasi dasselbe. Wenn es eine Fake-Bonnie gab on stage, dann war halt die echte unten, also gab es zwei. Aber ich meine, man könnte... Ich will eher das mit Fake wahrscheinlich nehmen. Vielleicht hat sie einfach auch so eine Art Mr. Hood quasi. Weil der Mr. Hood sah ja auch halbwegs echt aus. So irgendwie. Und vielleicht hat sie auch einfach eine Puppe oder so, die sie kontrollieren kann. Und die Puppe war auf der Stage. Das wäre zwar eine ziemlich coole Puppe, aber trotzdem. Ja, ich nehme mal das. The Bonnie the Femme on stage was fake. Fake? Really? Such an assertion is not something one would expect to hear from a genuine lawyer. Oh, maybe you are the fake and your attorney's badge is made out of cardboard. No, no, I'm the real thing. Das ist auch wieder falsch. Ernsthaft? I swear. And why cardboard specifically? Ja, das hatten wir auch schon mal. So viele Anspielungen. Let's just say I had an infuriating experience once thanks to one. Aber das ist, ich bin froh, dass ich die beiden falsch gemacht habe, weil da gibt's coole Texte. In any case, your fake Bonnie theory doesn't sound very convincing. It's not a bad idea in theory, but I think the one on the stage was the real Bonnie. You can just tell. Ja, hä? Okay, also die Bonnie auf der Stage war die echte, hat Athena gesagt. Does that mean the other one on the stage was real too? Also die zweite Bonnie, die es gab, unter der Stage, die war falsch? Aber wie hat sie... Hä? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Naja.
So, da, es gab zwei. Die echte war oben und die falsche war unten. What? Das ist ja kompletter Quatsch. Weil ich meine, wenn, dann müsste doch die echte unten sein, weil die hat ja gesehen, was Juicy da gemacht hat. Und sie hat halt dann die Fake-Bonnie oben gelassen, damit die Zuschauer ablenkt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Mal gucken. There were two Bonnies, your honor. If that were the case, it would all make sense, wouldn't it? There were... two of them? I suspected you had a few screws loose, but now I see some are missing altogether. Is there a toolkit in this courtroom, your honor? I suppose two, no, three screws to the head should ripen his putrid brain. Hmm, very well. Bailiff, could you... Hold it! No, wait! Please listen to my arguments. Very well. I suppose it wouldn't hurt to at least give it a listen. As was argued earlier, Mr. Pham is shown in the footage the whole time. But at the same time, she was also watching Miss Wright in the understage passage. The only possible explanation is that there are two Bonnies. Hmm, that almost sounds like it makes sense. What do you think, Prosecutor Zatnadi? Ich finde, das macht noch keinen Sinn. This humble sermon of the Holy Mother is of the opinion that we should lose no time in replacing the defense many lost screws. But Apollo, it goes against reality itself to say that one person is actually two. But we don't have to be bound by reality. After all, we're talking about magic here. So if the Bonnie the Pham in the footage is the real Bonnie, then the Bonnie here on the witness stand, the one who must have been under stage, this Bonnie the Pham, is our second Bonnie. What? Na! Die Zeugin, die jetzt gerade im Gericht steht, ist die zweite Bonnie einfach. Das ist eine andere als die, die auf der Bühne war. Okay. She is. Aber es ist ja okay, weil ich fand, das ist... Ich meine, das würde es schon vielleicht Sinn ergeben. Das war aber sehr schwer, da jetzt drauf zu kommen, finde ich. Aber man hat ja auch keine Leben verloren. Deswegen ist alles gut. Say we call the one in front of us Bonnie number two. I believe I have just a piece of evidence to prove that a Miss Bonnie number two exists. Oh, then please submit your evidence, Mr. Justice. What proves the existence of a Bonnie number two? What? Okay. Was beweist die Existenz einer zweiten Bonnie, der Bonnie Nummer 2? Keine Ahnung. Juicy Statement. Wie kann das... What the fuck, warum gibt's zwei von denen? Sind es doch einfach Zwillinge oder wie? Ja, ich meine, jetzt, das habe ich ja schon präsentiert davor. Ich kann jetzt nicht nochmal dasselbe machen. So. Ach stimmt, aber stimmt, okay. Ich muss ja was Eindeutiges zeigen, was beweist, dass es eine andere ist als die auf der Stage. Und da habe ich indirekt zumindest was. Jetzt weiß ich auch, wo das herkommt. Okay, nämlich die Fingerabdrücke habe ich. Wir wissen ja, dass Bonnies Fingerabdrücke auf dem vorderen Deckel von dem Sarg sind, weil den hat sie ja da hinbewegt und den geschlossen auf der Bühne. Wenn wir jetzt das vergleichen mit den Fingerabdrücken dieser Zeugin, die gerade vor uns steht, müssten das andere sein. Und wir haben ja auch noch Fingerabdrücke gefunden, die oben drauf sind, die gar niemandem gehören. Und das sind dann ihre von Bonnie Nummer 2. Warum auch immer. Ich weiß noch nicht, warum die da oben sind, aber das könnte sein. Dann nehmen wir ihre Fingerabdrücke und überprüfen das somit. Und dann hätten wir einen eindeutigen Beweis, dass es nicht dieselbe ist. Okay, ja. Take that! What's this? During our investigation, we found a set of unknown prints on the coffin on the stage. These prints were most likely left during the curse of the show. Course. Nicht curse. But they didn't match the prints of any of the people involved in this case. An unknown third party's fingerprints. Zum ersten Mal gehe ich da kurz in Stottern. Zatnadi. I was not told of this. Emma must have kept it from him. So the question is, who could these prints possibly belong to? Bam. Mr. Pham, or should I say Bonnie number two? These are your fingerprints, aren't they? Kia! Satura! Oh shit, jetzt geht er auch ab. Enough of this foolishness. One person could not possibly be two.
Those fingerprints could have been left not only during the show, but at any time. Objection! It's not like you to lose your cool like that, Prosecutor Sadmadi. And I'm sure you know that exactly when the fingerprints were made is not the main issue. What do you mean by that, Mr. Justice? The issue is who do these unknown prints belong to? They're certainly not Bonnie the Fames. But what if they belong to the person standing right in front of us? Oh, you mean Bonnie number 2 is the second Bonnie? Is that what you're implying? It's preposterous to suggest that those prints belong to the witness. I say they must belong to some other unknown individual. Prosecutor Sadmadi, can you really look at her and still say that? What are you looking at? Take a picture! It'll last longer! How could this be? Okay. Aber. Sieht so stylisch aus. Ist ein komisches Band da. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, das war's hier für diesen Part von Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney Spirit of Justice. Beim nächsten Mal geht's dann hier weiter. Wir haben es auch zum ersten Mal geschafft, dass jetzt Sadmadi auch ein bisschen ausrastet. Nicht mehr ganz so ruhig ist wie ansonsten. Krasser Wandel auf jeden Fall. Das habe ich überhaupt nicht erwartet, dass es zwei Bonnies gibt. Das kam jetzt komplett aus dem Nichts, finde ich. Aber jetzt, das ergibt schon, es hat am Anfang noch keinen Sinn ergeben, finde ich. Aber jetzt ergibt es schon langsam immer mehr Sinn. Ich weiß noch nicht, was es genau zu bedeuten hat dann und warum ihre Fingerabdrücke dann da drauf sind. Und warum es einfach zwei, also sind die Zwillinge oder wie? Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es ja weitergehen wird und was es genau zu bedeuten hat. Beim nächsten Mal werden wir mehr dazu erfahren. Okay, also dann Leute, eben bis zum nächsten Mal. Ciao.